So, hallo Leute. Heute will ich mich ein bisschen kümmern um die Leute, die Lorenz machen, also die SC42. Die müssen nämlich den sogenannten Baudot-Code kodieren und ich habe dafür was vorbereitet, das heißt, ihr müsst das nicht selbst machen. Und normalerweise, wenn wir auf dem Server sind, können wir ASCII sagen und sehen hier zum Beispiel ASCII. Ja, das sind hier die ganzen ASCII-Tabellen. Und hier seht ihr zum Beispiel, dass das Zeichen A irgendwie ist hexadezimal 41, dezimal 65 plus 32 sind wir dann nachher bei 97 oder hexadezimal 61 und dann kleine Buchstaben. In der klassischen Kryptographie arbeitet man eigentlich immer mit Großbuchstaben, also mit den unteren, also zwischen dem und dem hier. Das ist eigentlich das höchste Zeichen, das man dann benutzt. Und die kleinen Buchstaben benutzt man normalerweise nicht. Aber es gibt eben auch Kryptographie kann man eben so oder so machen. Meistens nimmt man dafür Großbuchstaben in der klassischen. So, aber wir haben jetzt praktisch eine ganz hübsche Sache. Und zwar haben wir Paper Tape. Also Paper Tape ist, wenn wir, das ist ein kleines Programm dazu. Da können wir praktisch diese Papierstreifen ausgeben. Diese Papierstreifen, das brauchen wir für also wir gehen hier erstmal bei Wikipedia und gehen mal bei Bordeaux. Gehen wir zum Bordeaux-Code. Und der Bordeaux-Code ist hier erklärt. Und wir haben im Prinzip beim Bordeaux-Code, das ist praktisch ein Telegrafencode oder ein Telex, also Sie seht hier ist dieses diese Lochstreifen, ne? Diese Lochstreifenbänder. Darauf wurde das dann gespeichert. Und die hatten 5 Löcher, das waren 5 Bit. So, wir haben irgendwie im ASCII haben wir 7 Bit, also 8 Bit hat das Byte, aber 7 Bit haben wir ASCII. Wie ihr seht, ist das höchste Zeichen hier 7F und nicht FF. Ja, da. Und jetzt gucken, gehen wir aber mal aus Echo ABCDE und das setzen wir mal nach Papertape um. So, und dann gucken wir uns das ganze Ding natürlich ohne Zeilenvorschub an und dann seht ihr, dass hier zum Beispiel also 41, das heißt die unteren 4 Bits sind die 1, dann kommt das 1-Bit, das 2-Bit und das 4-Bit. So, also 4. 1, 41 ist A, dann kommt B, dann kommt C. Hier seht ihr, wie unten binär gezählt wird und so weiter. Das heißt, das ist sozusagen dann für Papertape umgesetzt, der ganze Kram. Und das ist natürlich irgendwie hübsch. Und jetzt können wir, also praktisch das hier ist so praktisch unser Papertape. Und damit wir das sehen, dass wir, ja, jetzt können wir zum Beispiel sagen, okay, wir haben praktisch unsere Codierung, wollen jetzt aber das zum Beispiel nach Bordeaux codieren, deswegen habe ich ein kleines Programm Bordeaux geschrieben und sage, dass sie, wenn ich das jetzt einfach so setze und nach PPT setze, dann seht ihr ja schon, dass sich dass es funktioniert. Das heißt, haben wir keine 8-Bit mehr, die wir, also keine 7-Bit mehr, die wir auffüllen, sondern wir füllen tatsächlich, brauchen wir nur noch 5. Hier 3 und 2, das ist alles. Und allerdings haben wir hier noch diese elende Meldung, die sagt, über welchen Code ich benutze. Das ist praktisch eine Funktion von meinem Programm und das ist eine sozusagen Error-Meldung oder das heißt, ich habe sie über Standard-Error ausgegeben, damit man praktisch weiß, welche Code-Tabelle wir benutzen und die schicken wir jetzt einfach mal, die schicken wir nach Dev 0. 2 heißt hier vorne, das ist Standard-Error und die schicken wir nach Dev 0. Und dann ist diese komische Meldung hier weg. Wie ihr seht, kann man das irgendwie säubern an der Stelle. Ne? So, jetzt haben wir unser 5-Bit-Paper-Tape. So, wir können mit Bordeaux, da können wir gucken, erstmal Help, da haben wir ein paar Optionen, unter anderem L, da können wir praktisch alle Codes, die das Ding, dieses kleine Programm kann, können wir uns anzeigen. Dieses hier, dieser Murray CCITT2, das ist der Code, den wir benutzen. Das ist den die Lorenz benutzt. Und das können wir jetzt irgendwie nochmal kurz überprüfen, ob das auch stimmt, indem wir bei Wikipedia mal auf die Lorenz gehen. Und machen wir es einmal kurz groß. Gehen hier auf die Lorenz Schlüsselmaschine. Gucken hier die Webseite von der Lorenz Schlüsselmaschine an und hier haben wir einen kleinen String, der hier angezeigt wird. Jetzt machen wir den Kram mal klein. Das ist praktisch das, was dort rauskommen muss. Wir haben hier
unseren String, den wir drucken wollen. Wir geben den ohne Zeilenvorschub aus, schicken ihn nach Bordeaux und in unser kleines Bordeaux-Programm setzen die Ausgabe nach def0 von der unserer komischen Zeile dort und ups und müssen natürlich dann ein Paper-Tape ausgeben, ist klar. So. Und hier sehen wir ZCZC, Leerzeichen ZCZC, Leerzeichen. Da ist das Leerzeichen. So, hier haben wir ZCZC, Leerzeichen. Hier sind die 3, da sind die 2, hier sind die 3, da sind die 2. Also hier seht ihr, das ist irgendwie exakt so. Hier ist das Leerzeichen ist praktisch ein. Also das ist dieses hier, da seht ihr, das ist das Leerzeichen. Dann kommt Wikipedia, dann kommt wieder irgendwie irgendwo ein Leerzeichen, da ist das Leerzeichen. Und dann kommt ein Code, der shiftet sozusagen auf die, also es sind ja 32 Zeichen, die man hier hat bei 5-Bit. Und jetzt shiftet er sozusagen wie man mit der Shift-Taste auf Großbuchstaben, wie der Shift-Lock-Taste sozusagen auf Großbuchstaben umschaltet. Hier schaltet man nicht auf Großbuchstaben, sondern auf Zahlen um, die dann danach kommen. Also hier kommt dann irgendwie 1, 2, 3 und so weiter und so fort, bis wir wieder ein Leerzeichen kriegen hier. No, da ist das Leerzeichen, da ist das Leerzeichen. Hier shiftet er zurück. Das ist hier praktisch irgendwie hochshiften. Das ist runterschiften. Und dann kommt wieder Zeichen, dann kommt wieder das N. Und das N ist, damit endet er das, die Firma N. Damit ändert er die Nachricht N, 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 N. Und das seht ihr, das ist das Paper Tape. Und das ist 1 zu 1. Das heißt, dass unser Code stimmt. Der ist richtig. Das heißt, ihr könnt damit arbeiten. Das heißt, wenn ihr jetzt sozusagen, sagen wir mal, ihr habt irgendeinen Text, den ihr jetzt, sagen wir mal, in die Lorenz schicken wollt, dann könnt ihr die Lorenz hier hinschreiben. So, wie machen wir das, dass wir ein Lua-Programm schreiben, das mit dem funktioniert, also mit, also ihr könnt, noch bevor ich irgendwas anderes sage, ihr könnt euch den Source Code angucken. Bei mir im Pi-Verzeichnis, da habe ich den reingepackt. Das ist in der Sprache C geschrieben. Das müsst ihr nicht lesen können, aber nur falls euch das interessiert, das ist dann hier und da könnt ihr dann sehen, dass dieser Code, dass die Sprache sieht etwas anders aus als die von Lua und die ist ein bisschen komplizierter, hätte ich fast gesagt. Das ist die Sprache, in der Linux selbst geschrieben ist. Also praktisch euer gesamtes Betriebssystem ist darin geschrieben. So, jetzt wollen wir uns mal kurz angucken, wenn ihr das noch woanders runterladen wollt, habt ihr noch die Möglichkeit, das auf GitHub, da habe ich eine Seite und bei GitHub findet ihr das auch nochmal. Da sind meine Repositories, das neueste oben ist Bordeaux, das ist schon ein bisschen älteres Programm, aber hier könnt ihr euch das auch runterladen, wenn ihr wollt. So, das hier erstmal wieder zurück. Ja, zurück. Zurück, 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 so. So, jetzt gucken wir uns das mal kurz an, wie das funktioniert mit Lua, derselbe Kram. Ach so, bevor ich jetzt ganz und gar weggehe hiervon, gehen wir nochmal auf die Lorenz. Gehen wir dann nochmal auf die Lorenz-Schlüsselmaschine, weil hier ist nämlich eine hübsche Sache drin, das will ich euch einmal vorführen. Also das wäre zum Beispiel typisches Morsen. Könnt ihr hören? Okay. Und das hier ist dann Funkfernschreiber, also praktisch, das ist dann Telex. Geht etwas schneller, irgendwie kann man nicht mehr mit dem menschlichen Ohr verfolgen. Das sind irgendwie deutlich schnellere Übertragungen. Und so ist das eben damals gewesen. Und jetzt wollen wir uns mal kurz angucken, wie wir in wie wir das in Lua machen. So, und zwar ich habe zwei Programme vorbereitet. Also vergesst mal diesen Pipe-Bodo, sondern Pipe-Block und Pipe-Caesar. Also erstmal machen wir den Block. Block macht Folgendes. Ich habe dort einfach mal ge gezeigt, wie das grundsätzlich geht. Das heißt, das ist ganz minimal. Ich require hier oben, also hier oben ist die magische Zeile. Dann require ich meine CC-Crypt-Library, die ich für euch gemacht habe. Der hat zwei Argumente, einerseits die Größe der Blocks und die Länge der Zeile. Ich hole hier die gesamte, allen Text vom Standard in, also das, was mir über die Pipe übergeben wird, hole ich rein, packe es in einen String.
Dieses String filter ich und wiederhole ich jetzt einfach nur die ganzen Sonderzeichen raus hier und dann gebe ich das im Block aus. So, ich zeige das einfach mal an, wie das geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Echo-Griff ist im Morgengrauen, dann kann ich jetzt sagen, Pipe Block. So, der Angriff ist im Morgengrauen. Seht ihr, das ist irgendwie immer schön in Fünferblöcken. Das heißt, wenn ich jetzt Morgengrauen die leichte Kavallerie führt den Angriff, könnte ich jetzt zum Beispiel machen. Jetzt würde er sehen, seht ihr, dass der irgendwie automatisch den Vorschub macht. In die nächste, nach 60 Zeichen fängt er dann an, den Vorschub zu machen und hier weiter zu laufen. Also damit kann man schön klassisch, im klassischen Sinne den Kram machen. Wie ist es, die Zeichen ausgeben. Und jetzt haben wir zum Beispiel, habe ich außerdem Caesar, das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel das Caesar chiffrieren. So, jetzt kann ich natürlich, was in der Pipe ist, auch gleich wieder Caesar zurückchiffrieren. Ja, dann habe ich den Angriff ist im Morgenraum, vielleicht die Kapelle für den Angriff. Dann kann ich sagen, ich möchte das bitte irgendwie verschlüsseln mit dem Caesar 4 und möchte es entschlüsseln mit Caesar 4, also minus 4. Ne? So, das wäre dann auch möglich. Das können wir uns jetzt nochmal angucken, wie ich das mit dem Pipe Caesar gemacht habe. Das ist ein bisschen, das ist ganz interessant für euch selbst. Im Prinzip dasselbe, was wir eben beim Block gehabt haben. Oben den Require. Dann habe ich mir hier nur ein Argument geholt, nämlich irgendwie normalerweise ist es die 13. Und wenn ein Argument da ist, dann hole ich mir die Zahl von dem Argument. Also dann wandle ich das Argument in eine Zahl und es ist mein Key. Mein Text hole ich mir aus Standard in. Das ist praktisch die Formulierung dazu, dass ich allen Text, der über Standard-In reinkommt, in die in die String als Text speichern will. Hier habe ich mein Codieralphabet. Dann setze ich den Text irgendwie in Großbuchstaben um. Natürlich sind, falls da Sonderzeichen drin sind, die Sonderzeichen noch nicht in Großbuchstaben. Das mache ich hier nochmal extra. Substituiere das und dann setze ich nochmal, mache ich einen neuen Encrypt Key und sorge dafür, dass die jetzt großen Sonderzeichen R, Ö, Ü und SZ in normale, also praktisch in Doppelcodes überführt werden. Also praktisch mache eine neue Encoding-Tabelle auf hier, die hier leer ist, dann setze ich die praktisch neu, substituiere den Kram und danach habe ich praktisch grundsätzlich alles gewandelt. Jetzt kommt die eigentliche Caesar-Verschlüsselung. Das heißt, hier kommt die Encryption-Table, die ich erzeuge, laut meinem CC-Crypt hier oben. Da ist es definiert mit meinem Alphabet, das ich hier geschrieben hatte, und dem Key, das ja von hier kommt, normalerweise 13, wenn ich nicht schreibe. Und hier verschlüssel ich das nach Caesar, meinen Text, und gebe ihn über IO-Write aus. So, das ist eigentlich alles. Das ist ein sehr, 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 sehr kleines, einfaches Programm, das das macht. Und das können wir auch nochmal gucken, ob das auch alles funktioniert. Der Angriff ist im Morgengrauen, habe ich hier geschrieben und so weiter und so weiter. Ne? Und ich könnte jetzt zum Beispiel schreiben, der König ist tot, es lebe der König. Naja, kennt man ja. Und der König ist tot, es lebe der König. Wie ihr seht, das hat irgendwie einwandfrei funktioniert. Und zwar hat er jetzt das Sonderzeichen König in OE entsprechend gewandelt, genauso wie ich das vorhergesagt habe. So, das ist natürlich hübsch. Und das ist jetzt praktisch eure Pipeline. Und jetzt könnte man zum Beispiel auch sagen, okay, nachdem ich das jetzt Caesar kodiert habe, möchte ich das zum Beispiel auf Bordeaux wandeln und natürlich darf ich nicht vergessen in diesem Fall Dev 0, damit ich diese blöde Meldung da wegkriege, und das möchte ich erstmal auf Paper Tape ausgegeben haben. Dann kriege ich praktisch hier meine Meldung für Telex. Dann sage ich, ich möchte das von Paper Tape wieder dekodieren und dann Bordeaux auch dekodieren, wieder Dev 0, ist ein bisschen Schreiberei, aber dann müsste ich dann mein
ursprünglichen verschlüsselten CESAR-Code haben. Jetzt kann ich meinen CESAR-Code wieder entschlüsseln. Der ist mit 4 verschlüsselt, also muss ich mit minus 4 entschlüsseln und sagt, der König ist tot, es lebe der König. Das heißt, das wäre jetzt über Papertape ausgegeben. Man könnte das zum Beispiel auch machen. Das ist ja das Schöne an diesem ganzen Kram. Statt das so zu machen, sagen wir, ich möchte das über Morse ausgeben. Das geht genauso. Das heißt, ups, nee, dann darf ich aber nicht, dann darf ich das hier nicht machen. Darf ich keine Bodo-Wandlung machen. Okay, das hier würde funktionieren. Das heißt, da hätte man jetzt praktisch den Morse-Code. Den kann man auch wieder zurückwandeln. Morse SD. Und dann hätte man wieder den verschlüsselten Code. Den kann man auch wieder bei Caesar entschlüsseln. Der König ist tot, es lebe der König. Das heißt, man kann da irgendwie ziemlich schick arbeiten. Also zum Beispiel sowas kann man eben auch machen. Punkt, Punkt, Strich, Strich, Punkt, Strich, Punkt, Strich, Strich, Strich. Das kann man zum Beispiel nach Morse schicken, Strichcodierung und dekodieren. Und dann würde man meinen Namen bekommen. So, wenn ihr dann morsen könnt. Das ist natürlich irgendwie auch ganz schön. Ich denke, dass das auch schon fast reicht, weil wir sind schon bei 15 Minuten und ich glaube, ich bin damit auch durch. Das heißt, ihr habt jetzt kurz gezeigt bekommen, wie ihr mit Bodo arbeitet, wie ihr was Telex ist, wie sich das anhört, wie sich Morse anhört. Ihr könnt sogar, wenn ihr wollt, selbst Morsen lernen oder sowas. Das geht auch alles. Die Programme sind allerdings nicht auf dem Server drauf, weil wir haben ja keinen Sound, den wir abspielen können. Aber wenn ihr selbst einen Rechner hättet, dann könntet ihr zum Beispiel sagen, können wir zum Beispiel sagen, hallo Leute. Und das könnten wir zum Beispiel morsen. Das wäre jetzt ein anderes Morse-Programm, das ist was nicht mit Strichen, also nicht dieses, das heißt zwar genauso wie hier, aber es ist ein anderes und das arbeitet mit Sound, das könnt ihr gleich hören. So, das heißt, das geht eben auch, das ist irgendwie ganz nett und das kann man eben auch, da gibt es auch Morse-Dekodierer, die also den Kram wieder rausholen und so, aber das ist alles Spielerei. Wichtig war jetzt für mich, dass gerade die Lorenz und SC42 Leute, dass die wissen, wie sie praktisch um die Programmierung des Bodo-Codes herumkommen, weil das eigentlich nur von der eigentlichen Arbeit, die sie leisten sollen, ablenkt und das können sie später, das kann man ja nachholen. Also man kann ja sagen, okay, ich nehme jetzt erstmal, irgendwie hole ich mir die Daten über die Pipeline rein in mein Programm, wandle die noch, lass das ein externes Programm laufen und später schreibe ich das Programm in Lua, aber das kann man natürlich auch in Lua schreiben, diese Wandlung. Aber ihr müsst euch da nicht sofort drum kümmern. Und deswegen habe ich das erstmal gezeigt. So, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Nächstes Mal machen wir noch was anderes. Also wir haben Lua, wir haben Pipelining-Programmierung mit Lua, I/O-Programmierung mit Lua, wir haben Caesar, Block, Bodo, ASCII. Ja, ich glaube, damit habe ich euch ganz gut bedient. Gut, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet.